Ja, Leute, es geht heute um Restream bzw. um StreamYard. Wie die oder der eine oder andere von euch vielleicht schon mitbekommen hat, ganz besonders falls ihr selber möglicherweise bereits hart auf die Freischaltung eures Live-Zugangs wartet. LinkedIn selber hat keine eigene Live-Infrastruktur, das heißt, anders als bei Facebook gibt es da keine Live-Server, wo man einfach eine URL eingibt und dann lustig losstreamt mit dem Handy, sondern man muss bei LinkedIn einen Drittservice verwenden. Da gibt es eine Reihe von unterstützten Tools. Sobald diese Freischaltung für den Live-Zugang erfolgt, bekommt man auch das entsprechende Onboarding-Dokument. Das Problem dabei ist, viele dieser Tools sind Unternehmenslösungen, Corporate Streaming-Lösungen, die dementsprechend auch preislich recht hoch angesiedelt sind. Die können dann sehr viel, aber kosten halt eben teilweise zwischen 500 bis zu mehreren, je nachdem wie viel man streamt, bis zu mehreren 1000 Dollar pro Monat. Das ist ganz schön viel Kohle, kann man sagen, aber zum Glück gibt es eben auch zwei Services, die ausgesprochen erschwinglich sind und die sich an ganz unterschiedliche Zielgruppen richten. Um diese beiden Services geht es heute. Und die Frage der Woche kommt von Michael Bude. Das kam nämlich so, eigentlich recht zufällig passiert. Hallo Michael, falls du zusiehst und dabei bist. Restream macht dieses Branding rein und schreibt Stream by Restream. Und Michael hat das gesehen und dachte dann, ich spreche in der Sendung über Restream. Nun, dazu gleich später mehr. Erst einmal ganz grundsätzlich, was bedeutet das, wenn man selber streamt? Was braucht man für Ausstattung? Nun, das absolute Minimum ist ein Gerät mit eingebauter Kamera und Mikrofon, also entweder ein Handy oder ihr könnt natürlich auch einen Laptop und dessen eingebaute Kamera verwenden oder ihr hängt eine Webcam an den PC oder ihr verwendet eine Graphic-Karte und hängt eine Kamera dran, aber der Punkt ist, ihr braucht ein Bild- und ein Tonsignal. Und dieses Bild- und Tonsignal muss nun also als Livestream an LinkedIn weitergegeben werden. Die grundsätzliche Frage ist dabei, was wollt ihr überhaupt mit eurem Livestream machen? StreamYard ist eine ganz, ganz fantastische Lösung, wenn es darum geht, mit recht wenig Aufwand Lives mit mehreren Personen zu machen. Das ist nämlich relativ untrivial, wenn man so ein Live macht. Man muss die einzelnen Personen man muss moderieren, man muss sich um den Stream kümmern und man schauen, dass die ganze Technik hinhaut. Und StreamYard hat es da wirklich geschafft, ein sehr, sehr ansprechendes, simples Package hinzukriegen. Übrigens, nebenbei erwähnt, wenn ihr selber eine Frage habt, datenschmutz.net/LinkedIn-Show, da gibt es ein Formular, immer her mit den Fragen. Ihr könnt mir natürlich auch sehr gerne schreiben, via E-Mail oder selbstverständlich auch auf LinkedIn. Also schauen wir uns StreamYard mal ein wenig genauer an. Und zwar, ich habe hier mal wenn man sich registriert, dann hat man hier diese Übersicht, man kann mehrere Broadcast-Studios anlegen, die entsprechen ungefähr den Meetings bei Zoom. Und wenn man so ein Studio dann betritt, dann sieht das ganz grob gesagt so aus. Ich verkleinere mal das Browserfenster hier etwas. Also wie ihr seht, im Kern ist Restream darauf ausgelegt, dass ihr hier euren Streaming-Bereich habt und da unten, meine Kamera ist jetzt nicht connected, weil ich sie gerade eben für den Stream hier benutze und die nicht doppelt verwendet werden kann. Normalerweise würde eben hier dann euer Bild angezeigt und euer Ton, und wenn ihr jetzt mehrere Benutzer einladet, dann sind deren Bilder hier, werden hier dargestellt, und StreamYard kann maximal bis zu 6 Benutzer in einem Stream haben. Der Stream-Host braucht dazu einfach nur einen Link auszuschicken. Die Nutzer klicken auf diesen Link, melden sich dann an und der Host kann dann die Benutzer, die landen zuerst in einem Warteraum, je nach Lust und Bedarf eben live in die Sendung holen. Ist auch möglich, ohne weiteres während einer Sendung zwischen den Gästen zu wechseln. Man kann, wenn es denn notwendig sein sollte, Gäste auch rauskicken. Das heißt, StreamYard ist sehr gut geeignet auch für so Community-Formate, wo man wirklich Zuseher einlädt mitzumachen, oder auch für Diskussionsrunden. Wir verwenden StreamYard beispielsweise auch, um immer für unsere Video-Fazits nach den einzelnen On-Point-Runden. Preislich schaut das Ganze so aus.
Und das ist sicherlich ein ganz starkes Asset von StreamYard. Es gibt einen Free Plan, der kostet, wie der Name bereits vermuten lässt, 0 Dollar und den kann man unlimitiert lange verwenden. Dieser Free Plan ist insofern eingeschränkt, als ihr immer das StreamYard eigene Branding drin habt. Das ist so eine Ente, eine Duck, die dann als Logo angezeigt wird. Und zweitens, ihr seid auf 20 Stunden Streaming pro Monat beschränkt. Nur das ist jetzt gar nicht so wenig. Das nächste wäre dann der Basic Plan, der kostet 25 Dollar im Monat. Den könnt ihr einen Monat lang gratis ausprobieren. Sympathischerweise muss man während des Trial-Zeitraums auch nicht mal Kreditkartendaten eingeben. Und was ändert sich dann? Einerseits könnt ihr unlimitiert streamen, also zeitlich so viel ihr möchtet, das eigene Logo verwenden und da kommen wir zu einem Feature Overlays Backgrounds. Das ist eben genau das, was ihr hier seht. Ein eigener Hintergrund und man kann da diverse Banner anlegen und Branding-Experimente. Jetzt, wenn ich hier auf Show gehe, dann würde eben dieser Textbanner währenddessen eingeblendet werden. Es gibt Custom RTMP Destinations, also eigene Streaming-Server und ihr könnt zu zwei Destinations streamen. Das heißt, wer auf LinkedIn streamen will, kann mit dem Free einfach nur LinkedIn verbinden. Viele Streamer übertragen ihre Streams ja zugleich auch zu YouTube, Facebook oder eben anderen Plattformen. Es gäbe dann noch den Professional Account, da sind 8, beim Pro sind 4 Stunden Cloud Recording dabei, beim Professional 8 Stunden und 5 Destinations. Aber ja, wenn es euch darum geht, eure Streams auch zu branden, was man in der Regel natürlich möchte, dann ist der Basic Plan da sehr geeignet und vollkommen ausreichend. Ein Vorteil von StreamYard ist, das komplette System ist browserbasiert. Das heißt, es gibt keine Software, die ihr installiert. Und wenn ihr jetzt StreamYard verwendet, dann greift der Browser über diese bekannte Mikro- und Webcam-Freigabe auf eure Kamera zu. Es gibt auch eine Greenscreen-Funktion für freigestellten Hintergrund. Also alles sehr, sehr easy peasy in dieser Hinsicht. Diese Einfachheit erkauft man sich allerdings auch im Vergleich zu professionellen Authoring-Umgebungen mit recht eingeschränkten Features. Es gibt zwar die Möglichkeit, den Bildschirm zu teilen, es gibt ein paar verschiedene Screen-Layouts, aber frei gestaltbar ist da recht wenig. Ihr könnt auch keine eigenen Video-Elemente, Counter oder eben diese sonstigen von Stream gewohnten Elemente verwenden. Dafür, wie gesagt, sehr, sehr einfach und komplett browserbasiert. Ich mache diesen Stream hier ja mit meiner Sony Alpha Cam, die an einer Elgato Capture Karte hängt, das nur nebenbei erwähnt. StreamYard erkennt komischerweise diese Capture Karte nicht, also die wird angezeigt, aber ich kriege da kein Bild. Funktioniert bei Skype, Webex und überall sonst eigentlich problemlos. Kann also nicht grundsätzlich an der Browserfreigabe liegen. Ich bin dem noch nicht näher nachgegangen und verwende eben für die StreamYard Streams meine brave Logitech 920. Mit anderen Worten, wenn ihr streamen wollt, dann einfach nur StreamYard-Account ausprobieren and you're good to go. Ich weiß nicht, ob es eine App fürs Smartphone gibt, aber funktioniert grundsätzlich eben auch mobil. Die Alternative oder der zweite günstige Provider und ihr seht hier jetzt quasi den Stream, der gerade läuft, das ist Restream.io, den verwende ich. Restream ist kein Studio, sondern eigentlich nur ein reiner Stream-Provider. Ihr könnt mit Restream, so wie ihr es hier auch seht, ganz, ganz viele Channels managen. Das ist eine der Stärken von Restream. Also wenn ich hier mal auf die Destinations gehe und auf Channel hinzufügen, dann seht ihr schon, da wird eine ganze Menge von Gaming und anderen Plattformen unterstützt. YouTube dabei, LinkedIn eben natürlich auch. Und ja, diese Channels legt man da an. Es gibt auch die Möglichkeit, Custom RTMPs anzulegen. Und wie gesagt, Restream selber ist ja eigentlich kein Streaming-Studio. Es gibt zwar diese Funktion mittlerweile auch dabei, die heißt Webcam. Und wenn man da draufklickt, dann hat man so etwas wie ein ganz, ganz simples Interface. Sozusagen die Lite-Version von dem StreamYard. Gibt es auch so ein Studio und man hat auch die Möglichkeit, Banner und Hintergründe einzufügen, aber, und das ist eben das große But, das funktioniert dann nur als Einzelperson. Es gibt keine Möglichkeit, Gäste live ins Studio zu nehmen. Dafür allerdings auch super, super easy, verwendbar, direkt vom Handy, aber wie gesagt, das ist nicht mein Hauptanwendungszweck. Ich verwende Restream eigentlich nur, weil es eben erforderlich ist, um überhaupt auf LinkedIn live streamen zu können und um den Stream zu verteilen. Auch bei Restream ist es so, dass es einen
kostenlosen Plan gibt. Einen Standardplan mit $19 im Monat. Der ist dann erlaubt, auch eine Extra Destination anzulegen, also eigene Stream Destination. Und es gibt einen Professional Plan um $49 im Monat. Der würde dann auch dieses Branding entfernen, das sonst auch bei LinkedIn eben immer drin steht. Ja, powered by Restream oder bei Restream.io oder so ähnlich. Stört mich besonders jetzt nicht sehr. Warum, fragt ihr euch jetzt vielleicht, sollte ich Restream nehmen, wenn doch StreamYard viel, viel mehr Funktionen hat? Nun, aus einem ganz simplen Grund. Restream ist mächtig in Kombination mit lokaler Authoring-Software, wie beispielsweise dem sehr, sehr populären OBS, Open Broadcasting System. Das ist eine Open-Source-Software für Windows, Mac und Linux, und auch nur ganz grundlegend auf deren Funktionsumfang einzugehen, würde den Rahmen dieses Beitrags bei weitem sprengen. Nur so viel, ihr könnt euch OBS in etwa so vorstellen wie Photoshop für Bilder, zumindest von der grundlegenden Komposition von Layern und so weiter. Man kann auf dieser Arbeitsfläche beliebig viele Elemente, Videos, Texte, Bilder, Slideshows anordnen, mit Effekten versehen, verschiedene Szenen überblenden. Also eigentlich eine klassische Authoring-Software, wie man es ja auch aus der TV-Produktion kennt. Das ist auch genau diese Software, die ich hier für die LinkedIn-Show verwende und die eine Menge netter Spielereien erlaubt. Der Nachteil: mit der Grundausstattung ist es hier auch nicht möglich, sozusagen einfach auf Knopfdruck Gäste ins Studio zu holen. Es gibt zwar Möglichkeiten, bei OBS auch Personen zuzuschalten, sehr viele Möglichkeiten, hängt dann wieder jeweils von den verfügbaren Audio- und Video-Eingängen und vom eigenen Setup ab, aber ich sage mal so, StreamYard, sehr, sehr einfache, auch kostengünstige Lösung, leicht beherrschbar, auch für Beginner. Restream und OBS, sehr, sehr mächtig, hoher Funktionsumfang, aber auch eine recht steile Lernkurve am Anfang. Darüber gäbe es dann diese verschiedenen professionellen Angebote, die wesentlich teurer sind, aber wenn wir uns im niedrigen zweistelligen Bereich pro Monat oder überhaupt bei den kostenlosen Angeboten bewegen, dann sind entweder Restream oder StreamYard.io eure Mittel der Wahl, wenn ihr vorhabt, demnächst auf LinkedIn zu streamen.